Moin Leute und willkommen zu einem kleinen Special. Heute habe ich in meiner Twitter-Timeline einen Link zu der Seite poettweet.com.br gefunden. Und die Seite analysiert anhand deines Twitter-Namens deine Tweets und kann dir daraus dann ein Gedicht erstellen. Ist jetzt für die deutsche Sprache nicht so hundertprozentig geeignet, das heißt, Reime sind da eher nicht mit bei, so wirklich. Aber ich fand das ganz lustig. Und ja, diese wunderschönen Gedichte möchte ich mit euch teilen, indem ich sie euch hier einmal vortrage. Man hat die Wahl aus drei Gedichttypen, ein Sonett, ein Rondell und ein Indriso. Ich habe alle drei erstellen lassen. Und ihr werdet jetzt gleich alle drei nacheinander hören. Zunächst beginnen wir mit dem Sonett. Letzte Sommerernte. Nicht, um sie dazu zu überreden, zur einmaligen Nutzung speichern, noch alles rendern und hochladen. Part ist online, bereit zum Entern. 24 Stunden Livestream vorbeizuschauen. Dann füge ich gerne den Blog ein. Den ersten Livestream reinschauen. Ich steck mir da was rein, 2015. Ein wenig Balancing betreiben und die Taschenlampe natürlich. Die Excel World gesehen haben. Kann nicht ohne Schummeln zeichnen. Mit grenzstabilen Kunden die Zeit. In The Last of Us, Roberts Mannen. Als nächstes folgt dann nun das Rondell. Voraus aufnehmen. Aussuche und sie nicht mitmacht. Vergangenen Montag beendet. Da habe ich zu 100% recht. Ihr entscheidet. Naja, kann mal passieren. Ein wenig Balancing betreiben. Interessiert, bitte ignorieren. Die Excel World gesehen haben. Kostenpflichtige 24-7-Hotline. Und so actionreicher Schultag. Finden sich noch andere Termine. Timeline einen schönen Muttertag. Listen, ein neuer Part ist online. Und zum Schluss folgt noch ein Indriso. Wird hexadezimal. Naja, kann mal passieren. Mädchen an die Wand genagelt, 2015. Interessiert, bitte ignorieren. Mit grenzstabilen Kunden die Zeit. Mit und es war wieder endgeil. Ist online, eisige Angelegenheit. Gut, das ist was anderes. Aussuche und sie nicht mitmacht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesen schönen Gedichten. Ihr findet sie alle nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten offiziellen Video, beim nächsten Let's Play Part, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also dann, bis dahin, ciao, ciao.